Das Gold, das wir mit uns mitschleppen, wiegt halt auch nicht nichts. So. Ist denn bei euch irgendwas Spezielles gerade? Togedin, Areta, meine Gattin und ich empfangen gerne Besuch aus fremden Ländern. Das war's. Willkommen im Obstgarten Gratobels. Wir sind auf der Suche nach einem großen Metallkörper, der vom Himmel kam. Habt ihr etwas von einem solchen Ereignis gehört? Nein. Okay, tschüss. Und du bist? Das Kindermädchen, okay. Ja, so ein abgetrennter Raum ist auch neu. Togedin, seid willkommen, wenn ihr euch gebührlich betagt. Ah ja, die leben dann wohl vom Obstanbau, wie es aussieht. Ich möchte nun doch wieder zurück, möglichst ohne Hinterhalt, wenn ich das einrichten ließe. Sonst schleppe ich nur wieder diese blöden Hemden mit mir rum. Daran hätte ich denken können. Vielleicht müssen wir bei dem einen oder anderen Händler oben noch Platz schaffen. Mal gucken. Zur Sicherheit auf einem neuen Spielstand. Hinterhalt, toll. Ich habe mir noch überlegt, ob ich die Aufstellung vielleicht ändere, damit wir schneller flüchten können. Die Moral der Truppe sinkt durch diese feige Flucht auf unter 9000. Ja, das ist ja kein Problem, so gewitzt wie wir sind und so flink. Es ist schon wieder 2 Uhr nachmittags. Ja. Nee. Hä? Na, fuck. Tschüss. So, Meltas ist also schneller als Sira. Okay. Wenn es um Flucht geht, ja. Schon wieder ein Hinterhalt, Alter. Wir gehen hier später nochmal farmen. Ah, Mist. Nein. Ich drück nie auf Flüchten, deswegen habe ich da voll. Oi! Was? Nochmal im gleichen Moment? Rainer, verreck!
So, darf ich jetzt? Danke. Ja, das wäre nicht nötig gewesen. Das letzte, egal. Ah ja, stimmt, der Waffenhändler. Genau, das hier. Komm weg damit. Ein paar Heiltränke vielleicht noch, oder nicht? Ich denke, wir fressen mal die, die wir haben, und gucken dann weiter. Ja, auch das läppert sich halt zusammen. Genauso die Schwerter. Übrigens ist es mir ein Rätsel, wie die mit diesen schwachen Schwertern so viel Schaden machen können. Kurzschwert? Scheiße, geht nicht. Ah ja, das war bei der Händlerin weiter unten. Genau da. Kann ich euch mein Angebot zeigen? Ja, natürlich. Als wir da hätten diese Teile, ja, die bringen einfach fett viel Gold und sind einfach zu farmen. Und die Fleischklumpen, na ja, komm. Und das Kurzschwert. Ich kriege 12,5 Gold, ja, von mir aus. Die Händler hätte sogar noch Platz gehabt für die Hemden. Ja gut, dann. Ja gut, dann. Feuerring ist natürlich auch ein geiles Item. Instant Feuerball. So. Lass uns wieder hinuntersteigen in die Katakomben. Wir können jetzt ja einzelne Dämonen bekämpfen. Sehr effektiv, wie ich hoffe. Und wenn nicht, dann lassen wir Meltas einfach zurück. Bis er tot ist. Yep. Reyna konnte mal wieder nicht auf sich aufpassen, den anderen geht's allen gut. So. Und da geht's. Aufpassen. Aufpassen, Alter.
So. Gold brauchen wir da unten ja keins. Jetzt einfach so je 5 Kilo Gold dabei haben. Und ich glaube, wir könnten uns tatsächlich das ein oder andere Kleinod kaufen. So Rationen. Im Moment jeder 18 Stück. Das tut reichen, tue ich mal hoffen. Ein wenig Wasser noch mitnehmen. Die Eimer. Da kann zwei reichen. Sind schon zu viel für ihn. Gut, dann macht Meltas das mit den Eimern. Dann nimmst du mit zwei Seile, eine Spitzhacke und alle Fackeln kommen. In der Hoffnung, dass das ausreicht. Denn wir haben noch ein Gutteil vor uns. Und speichern direkt auch im Dungeon. So, okay. Hier haben wir alles soweit. Da kommen wir noch mal an einem Brunnen vorbei, glaube ich. Ach Mist. Genau. Meltas, dein Zug. Und dann geht es weiter, ich glaube. So. Und hier haben wir bereits nicht alles erforscht. Das wollen wir schnellstens berichtigen. Naja, ich hätte unter Dungeon speichern sollen. So. Hier waren die verschlossenen Türen. Das heißt, ich gehe da noch mal runter. So, komm. Hier haben wir soweit alles. Nee, was mache ich denn?
Daydream, Daydream, hochkonzentriert. Okay, das Tor war dort. Wir könnten auch einfach wieder das Seil benutzen, aber egal. So. Hier waren wir zum Beispiel noch nicht. Hier ist eine Truhe versteckt. Die wir noch nicht dran kommen. Aber es wäre doch gelacht, wenn sich da nicht irgendwo eine Lösung fände. Nee, die ja kaum, diese Platten. Okay. Eine transparente Wand aus sehr stabilem Material. Einfach alles erkunden. Ja. Ich möchte an diese Truhe. Kann ich die Wände irgendwie einreißen mit der Spitzhacke? Das geht nicht. So oben oder so? Was fackelt da so komisch? Ich sehe gar keinen. Ich sehe gar nichts brennen. Ah, das sind diese Dinger, glaube ich. Die Feuerbälle auf der anderen Seite der Wand. Kann man die irgendwie einreißen? Nein. Oh! Ein Knopf! Geil. Es scheint etwas passiert zu sein in südöstlicher Richtung. Rainer, hast du noch die Triche? Oh, hätten wir irgendwo kaufen können? Moment. Sonnendolch. Bist du verflucht? Nein. Und macht erst noch nicht schlecht Schaden. Ich denke, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Rainer war noch der Anführer, deswegen waren wir blind. Okay. Ein blinder Charakter zu steuern wäre bestimmt auch mal interessant. Ah, fuck! Ich hab's versucht. Moment, das kann ich besser. Einmal Dietrich, einmal Sonnendolch. Vielen Dank.
Yay. Dann war hier noch etwas Spezial, was genau? Diese Feuerdinger, die jetzt nicht mehr angehen, ein Glück. Gut, gut. Und auch hier haben wir, glaube ich, nahezu schon alles. Wir sind an diesem blauen Schalter vorbeigekommen. Diese Fallen und ja. Ja, ich tue mal rasch. Was konnte ich da anschauen? Ah, Bodenplatten vermutlich. In den Mittelgang wollten wir noch die Gegner mitnehmen. Du meinst du da, wo ich jetzt gerade bin? Oder da vielleicht? Nein, da haben wir alle drei erledigt. In dem Mittelding, ja, was ist das? Du wolltest, ich, ja, mal gucken. Die roten Wände verschwinden und lassen die Bestien frei. Boah, boah, Stufe 3, Alter, okay. Meltas, Dämon vertreiben. Ah, der Witzige ist natürlich bewegen. Okay, warte. Meltas. Oh Gott. Dämon vertreiben. Boah, die sind heftig. Boah. Scheiße. Das versuchen wir gleich nochmal und besser. Aber ich glaube, die sind, auch wenn wir den, auch wenn ihr Dämonen Exodus anwenden könnten, ich glaube, die allein schon, weil sie sich zu schnell bewegen, weil sie sich vor uns allen bewegen können, sind die zu heftig. Okay, warte. Und sie können, da sie Stufe 3 sind, unseren lächerlichen Zauber komplett abwehren. Also, vielleicht ein andermal gern. Wo ich gerne wüsste, wie viel Erfahrung das gibt, so eine Rotte von denen zu erlegen. Kann nicht irgendjemand von euch Licht zaubern? War da nicht mal was? Doch. Bringt einfach einen Scheiß, okay. Wir kommen später wieder, wenn wir stärker sind, genau.
So. Und auch hier unten. Drierer, machen die diese Stürze etwa Spaß? Dash. Genau, das war das. Aber ich glaube, auch hier haben wir soweit alles mitgenommen. Ja, genau. Außer da vielleicht. Warte. Dann war hier unten doch noch die Platte. Da. Schon benutzt, wie es ausschaut. Das ist nichts. Nein, das ist nichts. War hier nicht irgendwie eine... Oh, Knopf. Na, nö. Ah, und wir sind... Ja, wir haben jetzt den ganzen Umweg hier eigentlich frei gemacht. Fürs nächste Mal oder so. Ich weiß noch, irgendwo in diesem Dungeon, ich glaube es war dieser Dungeon, gibt es noch eine Wand, die nur eine Illusion ist. Aber um das herauszufinden... muss man halt direkt an diese Wand antreten. So. Was? Idiot. Dieses Mal treten wir nicht auf die Platte, sondern gehen weiter in die nächste Ebene. Welche jetzt nun für uns neu ist. Zumindest dieser Teil dieser Ebene. Ah! Okay. Ja, du Vollidiot! Ihr Narren, Dummköpfe, das kann ich besser. Danke. Spiel, das mich daran erinnerst, was auch immer. Ja. Okay, die kommen ja auch schnell. Jetzt einer von diesen Dingern, der ist einfach eine Falle und wir stürzen in unseren Tod. Dann haben wir hier eine Auswahl von Schaltern. Das lassen wir vorerst noch. Ja, wisst ihr, wir sind Abenteurer, wir gehen durch Höhlen, nehmen Dinge mit, legen Schalter um. So ganz normales Zeug halt. Was macht sie? Paralyse zaubern? Ah, okay. Wir rücken vor. Meltas direkt Dämon vertreiben. Und wir lassen es geschehen. Prahlen. Ah, okay. Tschüss, Dämon. Jo. Deswegen sage ich... verdammt wichtiger Zauberspruch. Mm-mm-mm.